Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von Project Turnstable 4. Was machen wir heute? Wir werden wahrscheinlich unten erstmal weitermachen. Die Tinbean ist leider noch nicht ganz so fertig. Das Problem ist im Moment das Biom. Ich züchte gerade schon zum zweiten Mal durch, weil das Biom dann wieder rausgegangen ist und das war doof. Gut, lassen wir das. Ich habe auch schon mal hier unten nochmal ein bisschen verteilt, sodass wir jetzt hier den Slave haben und so weiter, was erstmal uns noch nichts bringt, aber für später haben wir es dann halt schon mal. Und es hat sich hier schon was angesammelt. Wir haben mittlerweile schon 28 Stacks Redstone, 6 Stacks Copper, 6 Stacks Eisen und 10 Stacks Gold. Also ordentlich, würde ich meinen. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an, hier das Ding nochmal komplett zu automatisieren. Das heißt, ich werde hier unten mal das Zeug alles wegnehmen. Denn ich habe mich jetzt auch doch dazu durchgerungen, dass wir uns einen Dimensional Transceiver machen. Einfach nur, weil es einfach ist. Und weil ich mir gesagt habe, okay, auf die 10 RF pro Tick, das kann mir auch egal sein. Ehe ich da jetzt hier einmal ein Conduit-Ding komplett durch den ganzen Raum lege. Brauche ich nicht. So. Sind wir mit. Und dann haben wir das schon mal hier drüben ja alles soweit fertig. Es sieht dort unten nicht so schön aus, aber es ist ja eh nur der Kabelgang, von daher. Und ich bin mir nur unsicher, wie ich das hier machen will. Ob ich vielleicht hier die Dinger nach unten ziehe und das 4 mache und das hier nach unten setze irgendwie. Ich muss mal schauen. Weil es gefällt mir irgendwie noch nicht. Weil ich möchte hier keine Slabs hinsetzen, keine Basalt-Slabs, weil das sieht doof aus. Ich möchte hier aber auch keine normalen Slabs hinsetzen, weil das sieht auch doof aus. Und ich möchte nicht hier alles durchmachen mit Slabs, weil das sah auch doof aus. Muss ich mal gucken, was nicht so doof aussieht dann am Ende. Naja. Okay, ich würde sagen, man ist vielleicht einen Boden bauen. Ja, vielleicht, oder? Weiß es nicht. Ich meine, wir können folgendes machen. Komm. Wir gehen vollends ran. Nehmen die Painting Machine. Die ich nicht mehr habe. Wo ist die? Da ist sie. Wir nehmen einfach die Painting Machine. Die hat noch Strom. Packen den Alloys mal da rein. Gucken vorher, hat er noch irgendein Upgrade drin? Ja, ich nehme das mal lieber raus, weil ich weiß nicht, wie es reagiert, wenn das Upgrade drin ist. Und dann, da ist noch Quiet Clear Glass drin, ne? Das wollen wir nicht. Kann ich? Ja, wunderbar. Okay, dann malen wir es einfach mal um. Und wir haben jetzt einen Alloy Smelter. Im Endeffekt, der aussieht wie Holz. Was doof war, weil ich eigentlich was anderes brauche. Aber dieser Holzblock ist ein Alloy Smelter. Aber wie gesagt, ich habe aus den falschen genommen. Ich wollte das Ding nehmen. Warum auch immer ich jetzt auf die Idee kam, das mit Holz zu machen. Wir wollen es ja in den Boden packen. So. Das heißt, das kommt einmal hier unten rein. Boop. Keiner sieht es. Wunderbar. So. Dann kann ich mal hier nochmal ein bisschen aufmachen. So. Die Frage ist jetzt, kann ich einfach... Das ist ja auch schön. Wenn du eine Conduit in der Hand hältst, siehst du die Blöcke ungefärbt. So, dann machen wir Furnace Mode Only. Okay. Okay. Extract. Always active. Und Insert. Okay. Sollte da alles reinkommen. Hoffentlich ohne Vermischung, weil wir sind ja im bestimmten Mode. Jetzt kommt natürlich da unten so ein bisschen Rauchpartikel raus. Ist aber egal. Double Layered könnten wir auch noch reinpacken, damit es schneller geht. Okay, und dann brauchen wir jetzt Strom. Und dafür habe ich mir überlegt, wir nutzen, ja, habe ich schon gesagt, Dimensional Transceiver. Ich baller den mal hier hin. Disabled. Und dann machen wir so eine Conduit hin. In out. Okay. Always active. Nicht senden, receiven.
Okay, wunderbar. Problem ist nur, ich muss irgendwie noch mal ein bisschen hier um den Strom In- und Output verbessern. Irgendwie. Und dass wir vielleicht kein Immersive Engineering hier oben nutzen. Es ist schön, aber ich bin mir unsicher. Und wir werden auch wahrscheinlich mit Immersive Engineering den Strom dahin bringen. Ich hatte zuerst überlegt, ob wir unten einfach ein Kabel rüberziehen mit Immersive Engineering, was hier irgendwie die Decke lang geht oder irgendwo halt hier so ein bisschen schön angebracht. Das Problem ist aber, es sah alles nicht so toll aus und da habe ich mir gesagt, nee, du baust wieder weg und wir nutzen einfach einen Dimension Transceiver. Weil einfacher. So. Und dann müssen wir jetzt theoretisch einfach nur dafür sorgen, dass wir... Das Problem ist, alles möchte ich ja nicht übertragen. Jetzt kommt natürlich wieder diese Sache. Was wollen wir übertragen und wie machen wir das am einfachsten? Das ist wirklich jetzt die Frage, wie machen wir das? Das habe ich nicht bis zum Ende durchgedacht. Kann schlecht an alles hier eine Conduit setzen. Ich könnte es schon machen, aber es wäre doof. Ein Filter hat nur 5 oder 6 Slots. Ist auch ein bisschen doof. Das ist wirklich doof. Ich verstehe es gerade irgendwie nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Weil das hier will ich ja nicht exporten. Aber es gibt keine Möglichkeit, dass ich das irgendwie so absperre, dass man es nicht exportieren kann, ne? Warte mal, gibt es irgendeinen Key? Wir haben einen Personal Key, wir haben einen Show Hide Item Label, Locks and Unlocks Draws. Ja, das war's. Aber der Lock bringt ja nur was, dass du es leeren kannst und da passiert nichts weiter damit. Das ist ja alles doofe. Okay, also. Wie machen wir es jetzt am günstigsten? Wir müssen das Redstone rauskriegen. Das heißt, wir müssen irgendwie was dran packen. Ansonsten mache ich wirklich eine Conduit. So. Also ein Conduit-Gitter meine ich jetzt. Sache ist die, hier kommen ja Items raus. Und diese Items können wir eigentlich direkt in die Kiste packen. Stimmt, wir können sie ja direkt in die Kiste packen. Ich bin doof. Das heißt, wir machen mal hier unten auch auf. Beziehungsweise, oder mache ich es daneben? Das ist jetzt die Frage. Wisst ihr was, wir machen es daneben und platzieren das Ding nach hier. Warum, werdet ihr gleich sehen. So, dann das Ding. Das Ding. Und das Ding. Und Item Conduit. Disabled. Insert. Disabled. Okay. Gut, wunderbar. Es könnte jetzt sein, dass noch irgendwie er Items schon hier rüber transportiert hat. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Weil das kann sein durch die Umstellung jetzt. Dass hier oben drin Items sind. Nein, okay, wunderbar. So. Achso, stimmt, wir haben ja gar keinen Item-Send-Filter eingestellt. Wo gehe ich denn hin? Stimmt, das war doof. Entschuldigung. Okay. Warum bauen wir es jetzt dahin? Damit wir hier die Kiste in die Mitte kriegen, damit das schöner aussieht und damit wir uns ein bisschen Platz sparen. Ja, wenn wir jetzt hier die Kiste hinpacken, geht er hier natürlich automatisch auf Insert-Mode, was wir nicht wollen. Bauen wir meinen Gitter-Wrench. Source Extract. Wir gehen dann trotzdem auf Insert Mode, wir brauchen noch einen Filter. Und können hier drinnen nämlich direkt sagen, dass wir hier einen Output haben wollen. Dann gehen nämlich die Items schon mal hier in die Kiste rein. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir können schon mal alles durchbraten, was wir braten wollen. Oder braten können, ja gesagt. Und gehen mal hier durch die ganzen Stacks durch und ballern sie endlich mal weg. Zusätzlich dazu haben wir hier eine schöne Kiste, die sich schön ins Gesamtbild halbwegs einfügt. Und wir können hier unten... Fand ich eben noch ein Loch? Ach, das war da hinten. Ja. Und zusätzlich können wir jetzt hier mit Hilfe von einem Itemfilter den Rest noch bestimmen. Weil wir werden viele der Dinge ja braten müssen.
Das heißt, wir brauchen gar keinen so großen Item-Filter. Das ist ganz gut. Also, Basic-Filter tut's auch. Und ich stelle mal hier oben den Extract auf nicht aktiv, damit ich jetzt hier in Ruhe arbeiten kann. Filter. Und dann kommt da erstmal Redstone rein, als erstes. Damit wir irgendwas drin haben und dann nicht alles reinpackt. So. Und dann, achso, ich muss mal anstellen. So, dann kommt da jetzt das Redstone theoretisch rein. Ja, wunderbar. Er nimmt es halt auf der anderen Seite raus, deswegen ploppt es nur ganz kurz auf, beziehungsweise fast gar nicht. Ja, gut. So, das Ding arbeitet jetzt. Warum auch immer es das Gold nicht auffüllt. Insert. Insert. Steht 1. Füllt das Gold nicht auf, das ist ein bisschen doof. Ich muss aber meinen Inter kurz lernen, weil ansonsten habe ich gleich ein Problem. Mensch. Na? Weg. Das kann dahin, das kann dahin. Das kann weg, das kann weg. Viel zu wenig Platz im Inventar. Ich habe auch gesehen gehabt, das haben wir vor eigentlich schon längerer Zeit gesehen. Es gibt einen Mod. Ich weiß gerade gar nicht mehr den Namen. Ich glaube Overpowered Inventory oder irgend sowas. Der macht Folgendes. Er fügt ein Inventar hinzu, was irgendwie über 300 Slots hat. Also du brauchst kein MI-System, du hast alles im Inventar. Das ist irgendwie total übertrieben, ich weiß auch nicht. So, kommt jetzt Gold? Ja, okay. Dann war es einfach nur verstopft, weil es nur versucht, das eine erstmal zu transportieren. Okay. Gut. Auch wenn es im Endeffekt halbwegs sinnlos ist, hier diesen Puffer zu bauen, aber wir sammeln es halt. Es ist nicht unbedingt so wild und wir können halt, sollten wir mal sagen, okay, wir stellen unser System um. Ist es egal, wir bauen hier die Kiste ab oder machen es hier aus. Und nichts geht verloren. Wir müssen praktisch nicht die komplette Produktion stoppen, nichts verstöppt oder sonst irgendwas. Von daher. Es ist ein teilweise sinnloser Step, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Das letzte Mal hatten wir ja eine Erzverdreifachung gemacht mit Hilfe von Thaumcraft. Allerdings war es ja auch im Endeffekt so, wir haben die Erze reingelegt. Die gingen in Drawer und aus den Drawern wurde es ja die ganze Zeit rausgenommen. Und die Drawer waren praktisch nur der Puffer. Vorteil ist natürlich an so einem Puffer, man kann ihn spezifizieren. Man kann sagen, okay, der Puffer kann nur die und die Items nehmen, was wir hier im Endeffekt machen. Wir haben ja hier Rocky Comb, wir haben hier die ganzen Erze einmal, also das ist ja im Endeffekt unser Puffer. Ja. Aber das sollte erstmal ganz gut funktionieren. Und wir haben es natürlich wunderschön gemacht, dass es jetzt hier im Boden ist. Man sieht natürlich die Partikel, aber naja, gut. Gibt Schlimmeres. Ich meine, du siehst es so nicht. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Okay. Vielleicht sollten wir uns noch einen Travel Anchor hier hinsetzen. Damit ich nicht immer hier hinlatschen muss. Auch wenn es dann langsam zu viele Travel Anchor bei mir wären und ich mal unbedingt zurückgehen muss. Also, nicht zurückgehen, weniger machen muss. So. Achso. Hat es wieder noch nicht angezeigt, wie immer. So, ich lasse auch mal den Travel Anchor da unbemalt. So. Okay. Wunderbar. Gut. Alles klar. Dann haben wir eigentlich die Bienen soweit abgeschlossen. Ich muss dann halt nur alles, was ich neu hinzufüge, was nicht geschmolzen werden kann. Also sollte ich jetzt hier Royal Jelly oder so hinzufügen. Das brauchen wir theoretisch gar nicht hier. Wir können alle Bienensachen theoretisch nach da hinten verlagern, sobald die Bienen unter der Erde arbeiten können. Theoretisch. Oder wir machen es einfach so, dass die Enderling-Chest nicht unbedingt ins ME-System geht, sondern nach da hinten. Und dass wir dort hinten ein komplettes System machen, weil jetzt praktisch nur die ganzen Bienensachen hat. Können wir auch machen. Und dann dort praktisch auch die Maschine hier haben. Ja,
Naja, gut. So. Ich wollte noch mal ganz kurz nach der Biene gucken. Okay, sie ist nur halb tot. Das ist ein bisschen schade. Quantum Query habe ich mir übrigens überlegt, brauchen wir nicht. Es sei denn, wir haben irgendwann mal wirklich einen riesen Erzmangel. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Zirdus Quartz sammelt. Das kann ich jetzt nicht mal sagen. Aber sollten wir irgendwann mal einen Mangel zum Beispiel an Uran oder so haben und es nicht bekommen, dann ja, wird das das Mittel der Wahl sein. Wobei, wir haben es Deep Dark. Also, wir haben eigentlich genug. Naja, gut. So, Painting Machine kann erstmal weg. Das kann weg. Diesmal packe ich sie ins System. Und dann könnten wir eigentlich ansonsten nochmal anfangen, dass wir hier... Ich habe übrigens mittlerweile schon ein paar Vibrant Chamber erstmal abgestellt soweit und habe die ganzen Lava Crystal rausgenommen. Weil, auch wenn sie wenig verbrannt haben, sie haben verbrannt und es ist so mit der Cursed Earth, manchmal spawnt sie nichts. Und dann, ich hatte es zum Beispiel gestern so, ich war auf 700.000 runter. Das heißt, ich habe 300.000 weniger Life Points gehabt. Und das war schon ein bisschen faszinierend. Nee. Doch, ja. Okay, 300.000, ja. Dass es einfach weg war. Das ist ein bisschen doof, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich hab mir noch was anderes überlegt. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber die Idee war, dass wir, wir haben ja unten dieses Ding, dass die Creepers explodieren. Das haben wir ja schon mal gemacht, von daher, das ist ja egal. Aber dass wir es in zwei Schichten machen. Dass erstens gar keine Endermen spawnen, die dann hier irgendwie wieder aus der in die Landschaft gehen und hier alles zerruppen oben an der Oberfläche. Weil sie überall die Blöcke hier rausstehlen. Hier hinten. Im Endeffekt, die nehmen ja überall die Blöcke weg. Das nervt total. Ich bin hier dauernd am Ersetzen von manchen Blöcken. Warum? Flip hat anscheinend wieder zu viele Kartoffeln übrig gehabt. Ist hier noch irgendwo eine? Immer diese Kartoffeln. Nee, also wie gesagt, dass wir praktisch dort unten zwei Schichten machen. Und genau deshalb. Hier fehlen immer wieder Blöcke und es nervt einfach nur. Ich weiß nicht, heben Enderman im Hard-Modus mehr Blöcke auf? Höchstwahrscheinlich, ne? Alles doof. Früher war alles besser. Ja, also das wäre praktisch da. Das muss ich nochmal hin, muss nochmal erklären. Dass wir zwei Schichten machen. Die eine jetzt in etwa da, wo sie jetzt ist. Die zweite Schicht würde dann, also wir lassen zwei Blöcke frei, machen die nächste Schicht und haben dann nochmal zwei Blöcke. Und da der Creeper nicht explodieren kann, ich muss halt gucken, ob er hier oben explodieren kann, das wäre halt noch interessant. Ich denke aber nicht. Und dann könnten wir nämlich die Lampen in den Boden bauen. Beziehungsweise oder in die Wände und das würde dann vielleicht sogar reichen, außer in der Mitte. Also wir brauchen vielleicht in der Mitte einen Stab oder so, wo wir nochmal Redstone-Leitungen hinlegen und so weiter. Aber dann könnten wir es in zwei Schichten machen und ich weiß nicht, ob die dann mehr spawnen, aber vielleicht ja. Kann auch sein, dass sie Mobs nur spawnen, wenn es 3 hoch ist, was ich aber nicht unbedingt glaube. Das bedarf alles dann irgendwelchen Tests später mal. Naja, genau, soviel dazu. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal darum, dass wir das im System endlich mal fertig kriegen. Ja. Das stört mich ein bisschen. Ich habe das Ding jetzt auch soweit leer laufen lassen, dieses Advanced Inventory Remote, weil ich es erstmal nicht nutzen will, um mich schon mal daran zu gewöhnen, dass ich es nicht mehr habe. Und ich meine, das Kabel ist ja schon oben. Wir müssten ja nur das Inventory Panel wegnehmen. So. Und dann ist im Endeffekt der ganze Spaß beginnt dann in dem Moment, wo wir die Enderling-Chest einstellen müssen, die Trashcans einstellen müssen. Wobei die Trashcans wären sogar relativ einfach, weil wir es einfach mit dem Storage-Spaß machen werden, mit einer sehr hohen Priorität.
Und dann praktisch alles, was wir reinpacken und was in dem Storage Bus definiert ist, geht da rein. Das heißt, im Storage Bus werden wir dann Dinge wie Rüstung und so weiter definieren und was weiß ich nicht alles. Und ja. Mal gucken. Also wir werden es höchstwahrscheinlich so machen, dass wir wieder aus der Enderling Chest. Ich weiß noch nicht, ob ich es mit einer Conduit mache. Muss ich schauen. Oder ob ich direkt einen Import-Bus mache. Der halt als allererstes in die Trashcan geht. Wo wir filtern, vorfiltern. Mit Storage-Bus einmal. Und einmal mit einem normalen Item-Filter. Um halt präziser zu werden. Wenn es wirklich irgendwelche Sachen gibt, die... Ich weiß gar nicht, kann... Ich glaube, du konntest mit einem erweiterten Filter konntest du einstellen, dann in dem Storage-Bus, ob er auch gedamagte Items zulassen soll. Das könnten wir dann, denke ich, dann machen. Und dass wir das dann so schön einstellen. So, aber zuerst mal will ich das hier mal kurz da lassen, damit wir hier hinten noch ein bisschen überlegen können, wie wir das jetzt am besten organisieren. Also, wir haben hier Bögen, dass wir keine Bögen bekommen. Das ist erstmal nicht ganz so wichtig, das kann erstmal weg. Hey, diesmal hat der Item-Filter gedroppt. Wahnsinn. Das macht er sonst nie. Okay. Theoretisch. Das ist halt das Problem. Dieser Inventory Sensor ist im Moment relativ wichtig für uns. Denn er bestimmt, ob wir Blaze Rods bekommen oder nicht. Ja. Das heißt, wir brauchen dafür auf jeden Fall einen Level-Emitter. Und ich glaube, aber das bedeutet, wir müssen mit Subchannel anfangen. Nicht mit Subchannel, mit Subnetzwerken. Denn anders fällt mir jetzt gerade keine Lösung ein, wie ich das gut hinbekomme. Dass ich den Speicher nutzen kann. Hier unten haben wir jetzt im Moment Autocrafting. Aber wir haben keine Speichermöglichkeit beispielsweise. Und wir können jetzt die Speichermöglichkeit folgendermaßen machen. Wir machen ein Interface, Storage-Bus-Kombination. Und das geht praktisch an unser Speichernetzwerk. Sowas werden wir auch auf jeden Fall machen. Also alles, was wir abspeichern, ist in einem separaten Netzwerk. Und alles, was wir erst überall, wo wir drauf zugreifen, ist ein Netzwerk. Das heißt, wir werden oben praktisch ans Speichernetzwerk ein Terminal packen, hier oben. Denn hier oben ist alles Speicherwichtige. Da kommen dann auch noch die Drives dran und so weiter. Muss ich mal gucken, wo ich die denn hinstellen will vielleicht. Keine Ahnung. Und alle anderen Sachen sind getrennt. Also hier oben haben wir die komplette Speicherareal. Dann haben wir ein Storage-Bus-Interface-Kombination nach unten hinweg. Wobei, wir können da nicht aufs Autocrafting zugreifen. Von hier. Ansonsten muss ich es wirklich so machen, wie wir es im Endeffekt das letzte Mal hatten. Da hatte ich ja ein Terminal direkt in der Mitte und ich hatte Terminal an den Seiten. Die Terminal an den Seiten waren für die ganzen Rohre zuständig. Und das Terminal in der Mitte hat mir alles gezeigt. Wenn ich jetzt hier alles hinbauen wollen würde, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie wir es am besten machen könnten. Wir könnten es trotzdem machen. Wir müssten halt farbig arbeiten. Ja, wir machen uns einen Matter-Kondenser. Denn wir brauchen Matter-Balls. Und die können wir mal in einen Matter-Kondenser halt machen. Und einen Matter-Kondenser. Können wir eben schnell machen. Arbeitet ohne Strom. Speichert Energie ab in sogenannten... Also, ja, in den Storage Cell Components. So. Man kann hier einstellen: Destroys Item, Condense into Matter Ball 256. 256 können genau von einer 1KME-Zelle erstellt werden. Später werden wir wahrscheinlich noch Singularities machen, da brauchen wir dann 256.000, das heißt, wir brauchen mehr, also wir machen das mal. Und dann können wir irgendein Item reinpacken. Ich packe jetzt mal Cobblestone rein. Und dann sehen wir, jetzt haben wir 64 Energie gespeichert. Das heißt, wir bräuchten einen Cobblegen im Endeffekt. Habe ich noch einen Transfer Node? Wunderbar. World Interaction Upgrade.
Wie hieß das Ding? Ich glaube Pumping Upgrade hieß es jetzt, ne? Upgrade Mining. Okay. Eine Goldspitzhacke. Geh weg. Da. Und dann Upgrade Mining. Das brauchen wir. Dann brauchen wir noch theoretisch einen Eimer mit Lava und einen Eimer mit Wasser. Und ich baue das mal hier unten hin. Ist erstmal egal, wohin wir das bauen. Ja, bauen wir es hier hin. Hallo. So, dann haben wir hier einen Cobblestone. Wir haben eine Transfer Node. Wir haben einen Mining Upgrade drin. Pipe. Brauchen wir noch eine. Die kommt ein. Den Meta-Kondens habe ich jetzt wahrscheinlich wieder oben gelassen, weil ich so schlau bin. Jawohl. So. Das war auch sehr, sehr schlau wieder. Das ist das Problem an Drawn. Muss ich dann entsperren, muss das alles wegnehmen. Und das Problem ist halt, in dem Moment kann irgendwas anderes reinkommen. Doof. So. Okay. Wir haben das Upgrade Mining, wir haben das. Wir brauchen jetzt nochmal Wasser und einmal Lava. Wasser. Geht schnell. So, Wasser auf eine Seite. Hallo. Hopp. Und dann Lava haben wir, glaube ich, hier irgendwo noch in der Kiste. Okay, jetzt nochmal dran. Drum. Okay. So. Und dann werden wir halt mit Netzwerken arbeiten. Gut, und jetzt bekommen wir Cobblestone, wie wir sehen. Und das leiten wir jetzt einfach in den Meta-Kondenser rein. Das machen wir weg. So. Brauchen jetzt keinen extra schnellen oder so. Wir stellen es auf Kondens, packen das rein. Und jetzt sammeln wir die Items. Das heißt, nach und nach generieren wir jetzt Meta-Balls. Die Meta-Balls haben den Vorteil, wir können daraus farbige Meta-Balls machen. Und, farbige Paintballs, Entschuldigung. Aus den Metaballs. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, da bin ich mir unsicher, dass der Color Applicator, ich mache jetzt hier ganz kurz diesen, ne? Man kann übrigens jedes Item reinpacken, also passt auf, was ihr da reinshiftet. So, super. Mir wurde gesagt, der Color Applicator soll angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, eins. Okay, wir haben irgendwas nicht genügt. Wahrscheinlich kein Pure. Ne, doch. Okay, dann keine Logic mehr. Ich hab kein Silikon. Ich hab wieder nichts mehr. Es wird wirklich Zeit, dass wir das Autocrafting komplett fertig machen. Sand. Hier rein. Ja, pen. Dass er angeblich mittlerweile nur mit reinen Metaballs arbeiten kann, um die Farben zu machen. Ich bezweifle das aber. Denn es war bisher so, man brauchte immer diese Farm in dem Color Applicator, um damit dann zu arbeiten. Doch, Mensch. So. So, Energy Cell. Formation Core, haben wir da noch einen? Nein. Formation Core. Was brauche ich dafür noch? Ein Logic Processor. Und braucht er gerade so lange? Er hat's Crafting beendet. Ach Quark, ich hab ja nie ich bin doof. Ich hab eben noch Silikon gemacht. Manchmal ist man einfach zu bescheuert. So, also Logic. Machen wir jetzt einfach mal 10, komm. Ist geil. So, dann können wir nämlich das schon mal fertig machen soweit. Wir brauchen 3 davon, dafür brauchen wir noch einen Calculation. Haben wir den noch? Dann warten wir jetzt kurz, dass wir die Logic kriegen und dann
Problem ist, der Anfang dauert immer eine ganze Weile. Oh, dann sollte es eigentlich relativ schnell gehen, dass wir die nächsten bekommen. So. Oder auch nicht. Och Mensch. Das ist das Problem, das Ding braucht Ewigkeiten zum Absuchen. Und dann findet es mal einen irgendwann und dann, yay. Ich pack da jetzt doch ein Speed-Upgrade rein. Weil das ist wirklich unnötig, wie lange es dauert. Weil alles andere ist ja schon wieder drin, außer halt das Silikon. Aber mittlerweile, jetzt geht's okay. Jetzt haben wir es ungefähr gleich schnell. Das ist bescheuert manchmal. So, Logic. Wir brauchen eh noch mehr Pure. Von daher sollten wir vielleicht nochmal... Ja, brauchen wir eh. Das hätte ich gleich machen können. Egal. Ich habe keinen Sand mehr. Nee, ich gerade. Ups. Das ist doof. So. Okay, wir brauchen Sand. Was aber theoretisch wäre ein Storm. So, machen wir es einfach diesen da. Ich hab gar keinen Sand mehr, ne? Hi! Da, ich hab noch 7 Sand. Warum hab ich die hier unten? War nicht da oben. Warte mal. Aber wahrscheinlich, weil ich die Prioritäten wieder falsch gesetzt habe. Ja. Ich habe hier oben keine Priorität gesetzt. Dingens. Okay. Jetzt aber. Also erstmal habe ich es nicht richtig reingelegt anscheinend. Ah ja, jetzt sind auf jeden Fall hier drin 7 Sand. Also Sand. Oh, dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Beziehungsweise, ich mach's mal hier. So. Schwupp. 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 So. Muss reichen. Okay. Wir werden es aber später eh so machen, dass wir den Sand auto-craften, indem wir sagen, wir... jetzt... wir packen es in die Segment und arbeiten damit. Okay, bitte. So. 82. So. Oh, wir sind schon bei 33 Minuten. Das ist doof. Ich wollte wenigstens noch den Color Applicator machen und austesten. Das ist doof. Das ist wirklich doof jetzt. Können wir schon mal irgendwas machen? Ja, wir haben das alles fertig, wir brauchen nur das hier. Dafür brauchen wir noch einen. Weißt du was? Wir machen das einfach mit normalem Service Quartz. So, nein! Ich kann es hier machen. Bup, ist egal jetzt. So, einmal die 4K-Zelle, einmal das komplette Ding, Call Applicator, wunderbar. Achso, ich brauche theoretisch noch eine Emmy-Chest. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Immer fehlt eine kleine Sache noch. So, also das Ding. Dann das Ding. Emmy-Chest. Wunderbar. Die brauchen wir nicht noch unbedingt. Waren wir irgendwie... Ich gehe mal hier einfach ans Stromnetzwerk. Das geht ja. So. Packen wir den Color Applicator rein. Und dann können wir jetzt von hier oben Metaballs können wir gar nicht reinpacken. Braucht das Ding Strom? Ich weiß es nicht. Moment, wir testen mal.
Lade mal ein bisschen auf. Muss erstmal reichen. Das Teil rein. Nein, ich kann keine Metaballs reinpacken. So, wir machen jetzt mal diesen, ne? 2. Ich möchte gerne 8 haben. So. Einen noch. Kommst du noch mal genug? So. 8 Stück. Weg. So. Ups. Weg. Ich habe jetzt keine Blume. Hab ich noch irgendwas drin? Ja. Für ein letztes Ding reicht's noch. Eine rote. Machen wir rote Paintballs. Die kann ich aber reinlegen. Ja, okay. So. Nämlich sagen. Und zwar können wir jetzt hier einen Call-Applicator auf Rot stellen. Wir können Metaballs gar nicht reinpacken. Und können damit beispielsweise unser Kabel rot malen. Sehr, sehr hilfreich. Einzige Problem, was wir noch dafür bräuchten, ist eine Schneeautomatisierung, weil mit Schnee können wir Kabel wieder zu Fluix-Kabeln machen. Also praktisch entfärben. Die Farbe runterwaschen. Das heißt, da werden wir uns vielleicht das nächste Mal dran setzen. Jetzt habe ich natürlich das hier nicht gemacht erstmal. Das heißt, ich baue es mal ganz kurz wieder zurück. Da muss es rein. Sonst löschen wir wieder alles. Darum bin ich ja sehr gut. Also alles Wichtige. Ich meine, im Moment kommt ja nichts Wichtiges rein. Na gut, egal. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Wir haben die Bienenautomatisierung jetzt soweit fertig. Wir haben einen Meta-Condenser, das heißt, wir sammeln nach und nach Meta-Balls nochmal an. Können den wunderschön einfärben, können Call-Applicator nutzen. Wir brauchen halt ein Paintball pro Zeug, von daher ist es relativ teuer. Ja. Naja. So, Fluix habe ich auch nochmal. Wunderbar. Also, auf Wiedersehen, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao!